Ich hatte das große Glück, bereits mit 11 Jahren einfach schon die Voraussetzung zu haben, ein Celli spielen zu können, wo kein Limit gesetzt ist, also wo nur ich selber das Limit setze für den Klang. Mein Cello ist nicht das, sag ich mal so, das lauteste Instrument. Es gibt ja auch Instrumente, die sind einfach brachial laut und haben einen tollen Klang. Meine hat einen unglaublich grandiosen Klang, also so einen runden, warmen Klang, einen ganz tollen Bass, der total tief geht und oben, man kann, also für mich ist es immer so, ich kenne Celli, wo wenn du wirklich reingehst in die Saite und richtig Vollgas gibst, richtig spielst, dann gibt es so einen Punkt, wo du so merkst, es geht nicht mehr, also das Instrument sagt so, nicht mehr, ich kann nicht. Und hier ist es aber so, nein, es geht noch mehr. Also ich habe gar nicht die Kraft, also ich habe gar nicht die körperliche Kraft oder die Ausdauer, diesen Ton, der hier eigentlich noch möglich wäre, zu produzieren. Dieses Cello ist ein Georges Chanot, französisches Cello von 1840. Und das ist halt wie... Das ist ein Traum, jedes Cellisten auf so einem Instrument spielen zu können. Einfach, das motiviert einem noch mehr und erleichtert es noch mehr, wenn man mal gerade in der Phase ist, wo die Motivation nicht so groß ist, wo man vielleicht in einem Loch ist oder so. Und dann muss ich das Instrument nur auspacken und einmal so machen, und einmal einfach spielen. Und dann... Ja, man wird so reingesogen in den Klang. Wenn ich halt direkt mit der Kante vom Cello an meiner Brust bin und quasi fast eigentlich das Cello schon so umarme und so nah mit meinem Ohr am Instrument bin, das ist dann wie so, wenn man verschmilzt miteinander, das ist ganz toll. Die Deutsche Stiftung Musikleben stellt mir dieses Instrument zur Verfügung. Und jetzt schon seitdem ich 14 Jahre alt bin. Mit 11 Jahren habe ich aus dem kleinen Fonds das Dreiviertel-Cello bekommen. Und dann mit 14 Jahren habe ich mich für den großen Fonds beworben. Und das ist ja, das ist wie ein Wettbewerb. Und dann ist es ja so, du musst immer wieder jedes Jahr musst du dich immer wieder neu beweisen, musst immer wieder zeigen, dass du würdig bist für das Instrument, dass du würdig bist, dass du dich weiterentwickelst und würdig dieses Instrument zu spielen. Und und bis jetzt habe ich das immer geschafft. Also toi, toi, toi. Man kann das perfekte Cello bauen, ne? Also mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die man heute hat, kannst du irgendwie sagen, genau so muss der Korpus sein, diesen Millimeter. Aber wenn man das Cello dann spielt, dann klingt es nach nichts. Also es klingt einfach langweilig. Und das ist immer, was jeder Geigenbauer sucht. Er sucht, ein Instrument so zu bauen, eigentlich bewusst, dass es Fehler hat. Also fast wie schon ein Mensch. Ein Mensch ist so langweilig, wenn er keine Fehler hat. Und so ist es auch in einem Instrument. Wenn im Klang, wenn da kein im Klangspektrum ist, wenn da kein Fehler ist, dann klingt es einfach langweilig. In meinen Pausen, wenn ich keine Lust hatte, Cello zu spielen oder keine Lust drauf hatte, habe ich mich oft ans Klavier gesetzt und einfach so gespielt drauf los, was mir einfiel. Und daraus hat sich, das wurde immer mehr und eigentlich war es schon so ein Ritual. Das war für mich so eine Entspannung, sich ans Klavier zu setzen, einfach zu spielen und sich Dinge auszudenken und so. Und irgendwann habe ich dann diesen Weg vom Klavier, dass ich da mir so Sachen ausdenke, habe ich dann gesagt, ach hey, ich versuche jetzt mal was zu komponieren.
ich mag neue Klänge zu suchen. Also das, was ja jeder neue Komponist ja auch möchte, neue Klänge irgendwie zu kreieren und zu komponieren. Für mich steht immer an erster Linie beim Komponieren, was möchte ich vermitteln? Was möchte ich für Gefühle vermitteln? Weil letztendlich ist das, was Musik ausmacht. Musik transportiert Gefühle.